Freunde der Nacht, seid gegrüßt und herzlich willkommen zum nächsten Lost Place Abenteuer. Wir haben ein altes Sanatorium oder eher gesagt Seniorenheim für euch. Schauen jetzt mal, ob wir reinkommen und wenn ja, hole ich euch wie immer mit. Viel Spaß mit dem jetzt folgenden Video. So Freunde, wir gehen erstmal in den Teil, der hundertprozentig offen ist. Und zwar waren hier wohl die Rettungsfahrzeuge, denke ich mal, drin. In diesem Video werden wahrscheinlich wieder die ein oder anderen Schnitte drin sein, weil das Gelände riesengroß ist. Und wir hier echt ein paar Meter zurücklegen müssen und vor allem müssen wir Acht geben wegen Kameras. Weil das eine Gebäude hat definitiv noch Strom. Da stand ich gerade eben mal davor. Aber ich habe jetzt keine Kamera gesehen. Was steht da? Verwaltet und vermietet durch bla bla bla. Oh, das ist nicht gut. Das war auch zu. Google mal bitte. Leute, wir müssen mal gerade was googeln. Bevor wir hier irgendwas betreten. Weil ich habe schon gesagt, nicht, dass das Gelände hier durch eine Security überwacht wird. Weil das Hauptgebäude einfach richtig, richtig gut aussieht. Gib einfach mal den Namen da ein. Wohnungen. Was? Wohnungen. Wohnungen? Machen die, glaube ich. Also eine Immobilienfritze? Ich glaube ja. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Ich hätte jetzt gedacht, hier wäre auch eine Fahrzeughalle. Aber hier ist so ein Durchfahrtding. Hier haben wir verschiedene Türen. Ich gehe mal gerade hier reingucken. Ah, hier ist noch ein Haufen Kinderspielzeug, Leute. Richtig viel Kinderspielzeug. Dann haben wir hier, hier stinkt das richtig. Toiletten. Sehr, sehr alte Toiletten. Das riecht extrem hier drin. Hier war mal eine Küche, wie man schön sehen kann. Hier stehen ein Haufen Feuerlöscher. Hier tropft das von oben. 2001. Dann haben wir hier Fliesen stehen ohne Ende. Und Toiletten und Spülungen und so. Ach du je, hier noch den einen oder anderen Feuerlöscher. Aber hier seht ihr schon, wie in dem Gebäude aussieht. Alles ziemlich, ziemlich durch. Das ist auch sehr alt. Ich habe weiter oben ein Gebäude entdeckt, was auch sehr alt ist. Gibt auch hier. Mhm. Was hast du? Komisches Bauchgefühl. Mhm. Hier war die Heizungsanlage. Verschiedene Kanister noch hier stehen, Öle und so. Entschuldigung. Dann hat man hier Müll abgeladen, denke ich mal. Ah, hier hinten geht es raus. Hier ist auf jeden Fall der ganz, ganz alte Teil. Guckt euch die Lampe da oben mal an, ey. Richtig krass. Also was Fakt ist, unten steht nirgendwo ein Schild. Oh, warte mal, da ist die Tür offen, dann leuchten wir mal rein. Dass du hier nicht drauf darfst. Hier oben habe ich so einige Schilder gefunden, die mir sagen, ey, weg hier. Oh, guck dir das mal an, ey. Hier kommst du auch gar nicht mehr richtig durch. Ist der nicht teuer, aber. Hier rüber geht es wahrscheinlich wieder nach vorne. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, da leuchtet einer. Jetzt hat meine Taschenlampe geblendet. Aber hier brauchen wir gar nicht rüber gehen, weil da kommen wir eh wieder nach vorne. Wo der Hauptplatz ist und wo mein Auto steht.
Ah, ihr seht, wie zugewuchert das hier hinten schon alles ist. Das ist schon heftig. Richtig heftig. Dann war das hier bestimmt so Hausmeisterbereich oder sowas. Wo die vielleicht irgendwelche Fahrzeuge geparkt haben, für hier auf dem Gelände sich zu bewegen. Und daneben waren dann die Krankenwagen oder Rettungswagen oder sowas. So ein alter Wagen. Wenn man sich die OSB-Platten anguckt, die sehen jetzt auch nicht so alt aus. Aber hey, bis jetzt steht hier alles offen, wo wir drin sind. Daher. Aber hier hat sich definitiv einer dran zu schaffen gemacht. Ihr seht. Was ist? Das sieht so neu aus. Ja, ja, das sieht übelst neu aus. Schaut euch hier mal kurz rein. Ich finde das krass. Wenn was zu ist, dann bleibt es zu. Dann mache ich es nicht auf. Aber hier waren sie echt ordentlich am Werk. Gut, das Schloss sieht relativ alt aus. Aber irgendwer hat hier einfach alles aufgebrochen. Gut, Leute. Da hinten steht mein Auto und das ist das Hauptgebäude, wo ich jetzt hinleuchte. Hier hinten. Moment. Das da ist das Hauptgebäude. Da stand ich auch gerade eben mal vor. Ich habe keine Kamera gesehen, aber ihr seht, wenn ich jetzt hier meine Lampe ausmache, da hinten brennt Licht. Und wo Licht brennt, kann auch eine Kamera zu finden sein. Wir gehen jetzt einfach mal an dem Gebäude vorbei, halten Ausschau nach Kameras. Und hoffen einfach mal, dass man keine reinlaufen. Und im Idealfall ist dieses Gebäude hier offen. Weil das wird ein interessantes Gebäude werden. Hier oben haben wir noch so ein kleines Häuschen. Da hier den Weg hoch kommt noch mal ein kleines Häuschen. Und noch ein Wohnheim. So, halt mit Ausschau nach Kameras. Ist da hinten offen? Hier liegt auf jeden Fall schon ein Gartenstuhl. Das wäre der Knaller, wenn da jetzt offen ist. Ach, guckt mal wieder, wie das hier alles zugemacht worden ist. Ach, hier kannst du durchgehen. Ah, hier ist so ein Durchgang. Aber ihr seht, das ist alles relativ frisch zugemacht, auch hier. Seht ihr? Das ist nicht alt. Das ist vor kurzem erst zugemacht worden. Also gehe ich mal stark von aus, wir werden hier keinen Eingang finden. Wir laufen jetzt mal. So, wir laufen jetzt mal an dem Gebäude vorbei. Und dann schauen wir mal, ob da irgendwo vielleicht doch was offen ist. Und ich hole euch mit. Die Uhr hat man schon leider zerdeppert. Richtig geile Uhr. Richtig, richtig geile Uhr. Hier müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Ihr seht da von innen frisch verplattert. Das ist vor kurzem erst zugemacht worden. Von innen. Das ist noch gar nicht so lang her. Ne, keine Kamera. Hier oben auch. Alles frisch verplattet. Hier unten kommst du eh nicht rein. Wie in der Gitter. Unbefugten ist das Betreten des Grundstücks verboten.
wird es auf jeden Fall Acht geben, dass hier keine Kamera ist. Weil jetzt immer an diesem Schild vorbeilaufen, auch gucken, ob keine Wildkamera hier irgendwo hängt. Ja, Leute, das ist... Oh, jetzt habe ich mich schon wieder erschreckt. Das ist halt nachts, ist das nochmal eine andere Geschichte, weil du siehst halt nicht alles. Daher kann es dir mal schnell passieren, dass du hier in irgendwas reinrennst. Hier hat auf jeden Fall mal jemand Bier getrunken. Da ist eine Garage offen. Und wir checken mal gerade wegen Wildkameras. Sieht gut aus. Ja, Garage ist offen, aber das bringt an mir so gar nichts. Weil da kommst du auch nicht in ein Gebäude. Es ist richtig gut zugemacht worden. Hier unten liegt noch ein Ball. Ein rotes Bällchen. Oh oh. Oh oh. So, und hier seht ihr jetzt den Weg. Selbst da. Was ist das? Selbst da. Ja, ja. Hier ist alles richtig zugemacht worden. Ja, da oben ist ein Fenster auf. Ja gut, da kommst du aber nicht hin, da oben. Nee. Da läuft in alle Ecken ein. Ja, ja. Ich bin auch alle Ecken am Checken. So, hier hinten haben wir noch ein Gebäude. Wo geht das denn hier hin, Leute? Wir gehen mal schauen. Hier sowas, die fällt mir dann schon ein bisschen besser, weil das ist relativ zugewachsen. Aber guckt mal, da hinten die Türen, die sehen auch komplett neu aus von dem Gebäude. Hier muss das Schwesternwohnheim gewesen sein. Aber auch hier, ihr seht, zugemacht. Schaut mal, da ist noch ein... Hä? Da ist eine Hundehütte. Als ob hier eine Wohnung gewesen wäre vom Hausmeister. Aber ihr seht, hier ist eine Kette drauf. Quasi kein Eingang. Spannend. Sehr spannend. Strom ist da gekappt. Naja, gut. Gehen wir wieder in die Richtung hier. Ich finde, das hat nachts nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Ich bin aber auch dann durchgegangen. Ja, ja, ist einer durchgegangen. Also ich denke, das Gebäude, das wird komplett zu sein. Da werden wir nicht reinkommen. Was ja auch in Ordnung ist. Wie gesagt, was zu ist, bleibt zu. Wir machen nichts auf. Wir gehen nur da rein, wo auch wirklich was offen ist. Und man weiß es ja auch nicht. Vielleicht hat das hier einer gekauft. Will daraus wieder irgendwas machen. Ja, und deswegen hat er das so zugemacht. Da brauchen wir gar nicht rübergehen. Da hinten sind alle Türen zu. Gehen wir wieder hier rüber. Aber es war definitiv mal offen, wenn man sieht, hier liegt überall irgendwelcher Kram draußen. Kittel. Ja, Kittel. Ja, richtig. Haben die vielleicht hier Zeug rausgeschmissen? Man weiß es nicht. Warte mal, da hinten ist doch auch noch ein Tor. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob dieses Tor... Weil hier soll hier unten noch ein Schwesternwohnheim sein. So, hier liegt der rote Ball.
überall Tore. Hier eine alte kaputte Lampe mit Energiesparlämpchen. Ne, hier wird wahrscheinlich der Müll. Ne. Oh, was ist denn das hier? Guck mal. Hier ist irgendwas Gemauertes. Da ist eine Fassung. Guck hier auf die Erde, gell? Dass du dich hinlegst. Da hinten ist ein Gebäude, wenn ich das richtig sehe. Klappert. Da hinten liegt irgendwas Rotes. Ja, hier musst du Acht geben, hier sind übelst viele Äste und Wurzeln. Alter Verwalter. Das hier steht aber schon lange leer. Das sag ich euch. Das ist nicht das. Oh, da sind noch Betten drin. Das ist nicht erst seit gestern lost. Boah, guck mal. Hohoho. Hier steht doch was offen. Da sind auf jeden Fall wirklich noch Betten drin. Also wir gehen mal rein. Hier steht auch nichts davon, dass man nicht rein darf. Ich denke, das ist ziemlich, ja, ziemlich runtergerockt, wie ihr seht. Was aber auch kein Wunder ist. Aber auch selbst die Toilette hier ist ganz, wow. Ich bin begeistert. Was? Ganz alt. Ja, ja, ganz, ganz alt. Hier haben wir noch ein Bettgestell. Hier noch einen alten Schrank. Waschbecken, Spiegelschrank. Hier so einen typischen Schülerstuhl, den man in der Schule hatte. Und hier ist schon richtig Verfall am Start. Also was mag ich ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, geil. Richtig krass. Erstmal hier der Kron. Boah, hier hat einer hingepinkelt. Der Kronleuchter. Sehr schön. Dann hast du hier einen schönen Kamin. Couchgarnitur. Da hinten sind noch ein paar Sessel. Boah. Mhm. Ja, dann. Hallo? Was? Mhm. Ist hier jemand? Hallo? Küche. Hier haben wir eine Küche. Hier steht noch der Herd. Feinster Verfall. Wirklich feinster Verfall. Noch ein bisschen Glas. Ein paar Töpfe und so weiter. Hier alte Einbauschränke. Ach, und guckt mal. Ich werde bekloppt. Hier stehen noch die Gewürze. Und nicht nur die Gewürze stehen hier. Nee, nee. Hier stehen auch noch andere Dinge. Töpfe und so weiter, Balsamico, IC-Ente. Weiß ich zwar nicht, was die in der Küche macht, aber naja. Aber hier ist echt feinster Verfall. Mega. Hier gab es eine Durchreiche. TV-Movie von 2002 haben wir hier liegen. Von 2002. Also das hier hinten hat sich doch schon mal wieder gelohnt. Ich weiß, das ist Quatsch, aber... Was? He's there. Ach, ja. Leute. Ja, das macht das alles nicht besser, aber... Geil. So, hier war wieder... Ja, genau. Hier, guck mal.
Hier haben wir natürlich schon übelsten Schimmel. Decke ist auch am Arsch. Aber hier steht einfach mal nur ein Bett. Hier steht einfach mal nur ein Bett. Spiegelschrank hat jemand runtergerissen. Waschbecken ist noch heile. Hier liegt wieder Alkohol auf dem Boden. Also ich vermute, dass hier Jugendliche sich drin breit gemacht haben. 18.08.23. Rafa Nadim Sammy steht hier an der Wand. So, und dann kommt der Raum. Hier haben sie mit dem Feuerlöscher rumgesprüht. Aber sonst, Leute, das Bett ist noch heile. Mega. Spiegelschrank hängt auch noch an der Wand. Waschbecken noch ganz. Hier hast du dann so Einbauschränke gehabt, wo du dein Zeug unterbringen konntest. Dann steht hier noch ein Tisch und noch ein Kleiderschrank. Und hier haben wir wieder einen Feuerlöscher. Lass mich mal gerade gucken. 24. 11.24, nächste Prüfung. Was? Hä? Du musst einen Tee gebracht haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke ja. Tja, Leute. Kamera geht weiter nach vorne. Hier haben wir noch ein Bad. Gut, die Toilette will ich euch ersparen. Die muss ich euch nicht zeigen. Nee, nee, nee. Beziehungsweise die wollt ihr nicht sehen. Und jetzt gucke ich mal. Keller. Okay, da geht es wieder raus. Ich glaube nicht, warte, ich muss mal hier gerade drüber klettern. Das ist ein bisschen problematisch. Okay, hier stehen noch ein paar Stühle, ein Tisch. Ach, hier unten war ein Auchzimmer, guckt mal. Wieder komplett Betten, ein uralter Kronleuchter. Schrank, Gardinen, alles noch da. Hier wieder ein paar Töpfe. Einbauschrank. Ach, Leute, ich werde hier bekloppt. Hier ist ein Doppelbett drin. Ach, irre. Und guckt euch die Lampen mal an. Mega. Wirklich mega. Hier steht noch der alte Schrank. Gefällt mir. Das gefällt mir. So, dann haben wir hier. Ich muss immer mal irgendwo rüber leuchten, weil man weiß ja nie, wer sich hier rumtreibt. Hier haben wir auch noch einen alten Leuchter, das war mal ein Badezimmer. Hier zum Wäsche aufhängen. Dusche ist auch noch am Start. Aber sieht sehr lecker aus hier. Sieht wirklich sehr lecker aus. Ja, und hier geht's dann. Waschmaschinen, Kühlschränke. Hier haben wir den alten Öltank. Ganz, ganz alte Waschmaschinen. Mal gerade im Gesicht jucken. So. Hier stehen noch ein paar Reifen. Alter, sind die bescheuert! Boah, überlegt mal. Leute, überlegt mal, wenn man jetzt hier alleine ist und man kommt hier rein. Ey. Übel. Richtig übel. Da wird die gute Nadja jetzt gleich Spaß haben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh nein. Guck mal da um die Ecke. Ist ja irgendwo geil. Ja, irgendwo geil. Aber wenn du hier um die Ecke kommst, dann ist schon echt krank. Ja. Nadja bei der Arbeit. Eigentlich mache ich ja so. Ja, ja, ja. Oh, schau mal. Hier ist noch ein alter PC-Monitor, sehe ich gerade. Im Karton. Im Karton. Uraltes Teil. Color, das war schon Color. Medion. Von Medion. Ja. Hui. Mit Flatscreen-Bildröhre. Ach, hör mir auf. Hör mir auf. Von 98. So einen hatte ich auch mal. Geiles Teil. Wirklich geiles Teil. So, hier unten sind auch noch die Sicherungen.
Und daran sieht man mal, wie alt das Ganze hier ist. Das ist ja wirklich ururalt. Das war bestimmt das erste Gebäude, was hier stand. Hast du den Raum mit dem Doppelbett gesehen? Auch geil, ja? Schön vom Verfall her. Ja, vom Verfall her einfach eine mega geile Location. Hast du hier die Töpfe? Hier sind ja ganz alten. Ja, ja. Die alten Töpfe habe ich gesehen. Aschenbecher. Wie bei Opa im Wohnzimmer. Ach da, ja. Wie bei Opa im Wohnzimmer. Genau. Spinnenleben, ha? So. Nächster Raum. Wir werden uns wahrscheinlich nicht so flashen. Ach doch, Wetter. Leute, Wetter. Hoho, ho, guckt euch die alten Stühle mal an. Und dann geht's hier in den alten Keller. Hier haben wir noch die alte Heizung stehen. Ja, alte Heizungsanlage. Hier wurde früher die Kohle drüber reingeschmissen. Ist die hier unten gelandet. Und dann hast du hier früher Kohleheizung stehen und hast dann die Kohle da in die Heizung geschaufelt. Und guckt euch mal das Fenster an. Sieht auch mega aus. Vielleicht kommt der Axtmörder. Ach Quatsch. Der ist im Urlaub, der hat momentan frei. Im Keller runter stand der Piep auf. Was? Im Keller runter stand der Piep auf. Ach, jetzt hören wir auf. So, hier draußen hast du eine kleine Veranda gehabt. Ist aber alles schon, wie ihr seht, komplett zugewuchert. Richtig übel. So, das Haus haben wir. Oh, Privatgrundstück. Unbefugten ist das Betreten und Befahren verboten. Ja, ey, das ist auch neu. Ziemlich neu. Ja, aber hier ist keine Garten dafür. Nein, nein. Hoch. Ja, ich habe zwei Decken gesehen. Das ist. Ne, wow. Wow, Leute. Guckt mal. Weil das sieht nicht. Ich würde die Treppe vielleicht mal checken gehen. Wir können ja hier rüber wieder. Wenn wir hier durchkommen, warte mal, hier ist noch die Garage. Ne, hier kommen wir gar nicht durch. Wartet mal, ich schau mal gerade. Hier Golfreifen. Golfreifen. Hier ist einer Golf gefahren. Monsterspinne. Okay, da stehen noch Möbel drin. Irgendwelche schwarzen Säcke. Aber hey, da ist auch eine Monsterspinne und deswegen lassen wir die Garage mal Garage sein. Nee, da kommt mal irgendwie wieder hinten raus. Okay. Ich stehe im Schrank. Ach, du stehst auch im Schrank. Leute, wir gehen mal die Treppe checken. Ich nehme mal hier die Kamera zu mir. Oh, so. Kamera in der rechten Hand. Da fühlt sich das schon direkt viel besser an. Ich weiß gar nicht, warum ich die immer in die linke Hand hole und die Taschenlampe in die rechte Hand. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ich bin schließlich Rechtshänder. So, jetzt müssen wir hier, ihr seht, wie das hier, das ist schon echt super, wie sie das hier hingelegt haben. Da muss man ehrlich Acht geben, dass man sich nicht aufs Maul legt. So. Ach ja, Keep Out. Genau. Boah, auch die Tür hier, Leute, das habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Guckt euch die Tür mal an. Boah, die ist ja mega. Und die konntest du von hier oben zumachen. Hä? Ja, ja. Die konntest du von hier oben zumachen. Wir haben die eingesperrt? Ich habe keine Ahnung. Aber das war doch Schwesternwohnheim. Ja. Ich weiß nicht, wie alt das ist, aber früher waren ja Schwestern Nonnen. So. Ist die Frage. Gute Frage. Oh, hier stinkt das so noch besser. Das kann doch nicht alt sein. Nee, das ist auch noch nicht alt. Hallo, jemand da? Hallo? Alter. Hier steht auch noch ein Bett. Guck mal. Hier steht noch ein Kühlschrank. Junge, Junge, Junge. Ist schon eine krasse Location. Hier steht noch ein Weihnachtsbaum. Stephen King. Cuyo. Liegt hier. Ein gutes Buch.
Oh, hier riecht es aber auch noch übelst nach Schlafzimmer, Leute. Hier auch wieder feinster Verfall. Überall blättert die Farbe ab. Es hat was. Es hat wirklich was. Ne, das spare ich mir. Ne, ich gehe nicht auf diesen Speicher. Ne. Ich kann euch gerne hochhalten, wenn ihr wollt. Habe ich doch gerade gesagt. Wäre das schlimm, wenn ich da hinten jetzt irgendwas sehe? Nein, war ein Witz. Oh. Den habe ich gern gelesen. Den hast du gern gelesen, Kujo. So, Leute, wir gehen hier rüber. Hier haben wir noch, oh, guckt euch das an, guckt euch das an. Es ist halt einfach irre, was man hier Verfall hat. Richtig geil. Ja, hier haben wir natürlich übelste Zerstörung. Und hier müssen wir richtig vorsichtig sein. Das finde ich immer toll, wenn hier eine Tür liegt. Da fragt man sich, läuft man jetzt über ein riesiges Loch? Oh, hier muss ich reingehen. Moment, erstmal hier checken. So, hier muss ich reingehen, Leute. Guckt euch den Schrank mal an. Boah, mega geiler Schrank. Und oh, guckt euch die Fenster mal an. Das sieht auch geil aus. Ja, die Location hat was. Die hat definitiv was. Oder? Wie seht ihr das? Also ich finde die geil. Ich finde die ohne Scheiß geil. Mal ganz plump gesagt. Hier hat man eine Dusche reingebaut. Und dann haben wir hier noch ein Bett. Also, ein Krankenbett. Ein Krankenbett, ja. Was du so hochklappen konntest. Mhm. Oder waren das hier alles Zimmer? Vom Altenheim meinst du? Ja, ja. Das alte Altenheim. Das alte. Alte Altenheim. Ja, das alte Altenheim. Das war dann, ja, nicht die rechte ist. Hat diese Augen überall. Also, hier. Ich muss sagen, die Location hat mir gefallen. Die hat mir wirklich gefallen. Oder? Dir nicht? Doch. Ja, siehst du? Aber ich frage mich, warum es hier so frisch nach Pisse riecht. Und das so richtig heftig. Vorher, vor uns, ein paar gewesen. Weil es liegen auch stehen zwischendurch, aber es sind keine Schlafsäcke da. Ne, jetzt sind keine Schlafsäcke da und hier eine Overnight machen. Hm. Ich weiß nicht. Was? Du kannst da alleine hier machen. Boah, ich muss weitergehen. Gib acht Fall da nicht, gell? Ach, die Eingangstür. Die Eingangstür ist auch einfach geil. Ich weiß, die habe ich euch eben schon gezeigt, aber die hat was. Die hat was. Die hat definitiv was. So, und jetzt, Leute, würde ich sagen, muss ich doch mal einen Cut machen, weil wir gehen jetzt komplett zurück und schauen, ob wir hinten noch irgendwo reinkommen. Also, ich mache kurz einen Cut, passiert irgendwas, schalte ich sofort wieder ein. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Schmeißen wir mal wieder an. Wir sind an den oberen Gebäuden angekommen. Ihr seht, relativ alte Gebäude. Hier ist auch ein richtig altes Gebäude. Und hier steht nämlich die Tür offen. Ganz klar, Privatgrundstück und Betrunken ist das Betreten verboten. Hier haben auf jeden Fall zwei Leute drin gewohnt, zwei Parteien. Hier werden wohl Katzen gefüttert, so wie das aussieht. Hallo? Hallo? Okay, jetzt habe ich erst gedacht, hier lebt ein Obdachloser, aber nein, es ist ein Katzenzimmer. Es ist ein reines Katzenzimmer. Schön. Ja, das ist wirklich schön, dass sich hier einer um die Katzen kümmert. Ja, man riecht es. Ah, hier auch. Reines Katzen. Oh, den Katzenklo, den könnte man mal wieder sauber machen. Oh.
Hier wird es jetzt heftig vom Geruch her. Ihr seht, wie es hier aussieht. Überall Zeug für die Katzen. Toilette. Naja, die ist alles andere als sauber. War schon länger keiner mehr hier, habe ich das Gefühl. Und das war wohl mein Wohnzimmer, wenn man sich die Lampe hier anguckt. Und dann haben wir hier die ehemalige Küche. Hier haben wir auch noch Käfige stehen. Ja, guckt mal hier. Weil die Natur sich hier alles zurückholt. Geil. Sehr geil. Ah, hier ist noch so ein schöner alter Schrank. So ein schöner alter Küchenschrank. Aber der sieht immer richtig gut aus. Schade, dass die Scheibe schon kaputt ist. Wirklich schade. Interessant finde ich den Käfig hier. Sieht aus, als ob der für Ratten gewesen wäre oder sowas. Und dann noch ein Vogelkäfig daneben. Merkwürdig, oder? Sehr merkwürdig. Die werden noch gefüttert. Ja, werden noch gefüttert. Futtershalbe bis 25. Ah, okay. So, Keller. Aber ich würde sagen, wir gehen. Mal checken, wie oben ist. So, ich drehe auf. Alter. Schaut euch das mal an. Krass, oder? Das ist ja richtig krass. Wie die, das Efeu schon reinwächst in die Toilette. Und die alte Tapete, wow. Ja, hier oben ist nicht so spannend. Wir haben übelste Spinnweben hier. Aber sonst gibt es hier, glaube ich, nicht mehr so viel zu sehen. Hier stehen noch ein paar Stühle. Alter Tisch. Tischplatte. Was hat man hier gemacht? Guck mal. Man hat das irgendwie abgehangen. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Speicher ist, glaube ich, boah, hier liegt alles voller Kot. Hier ist noch ein Fenster. Oh Leute, es ist so warm hier oben drin. Jetzt wollen wir gerade hier Spinnenweben wegmachen. Hier war der Kamin. Ja, und hier ist noch ein Zimmer. Doch reingerannt. Ein Zimmer und schaut, wie das Efeu am Fenster hängt. Aber sonst nichts mehr. Puh. Ey, man geht hier ein. Man geht hier wirklich ein. Ist da warm drin? Ja, hier ist richtig warm drin. Macht das auch Sinn? Kann man gerade eben die zwei Augen da hier sehen. Ja, ja. Hm, haben wir nämlich, als wir hier rüber marschiert sind, haben wir nämlich zwei Augen gesehen. Ich denke, oh, was ist das denn? Ja, war eine Katze. Das war eine Katze, die hier lebt. Die Armen. Aber ich bin froh, dass sie gefüttert werden. Ja, man könnte ein bisschen schöner machen. Ja, man könnte schöner machen, definitiv. Ja, ich spreche also mal auf. Ja, als Tierheim-Mitarbeiterin kennt sie sich da aus. So. Wir sind wieder draußen. Ich bin klitschnass geschwitzt. Boah. So, und das hier war auch ein Wohnheim, Leute. Weiß ich daher, weil ich ja eben hier schon mal hochgegangen bin und hab mal geguckt, und da würde ich sagen, laufe ich mit euch jetzt mal hin. Als erstes habe ich gedacht, wir müssen hier rein, doch wir haben Glück, wir müssen hier nicht rein. Hier haben wir auch noch, wenn man mal guckt, da unten noch so ein Wägelchen stehen, so ein Krankenwägelchen. Also hoffe ich mal, dass wir hier drin auch noch diverse Einrichtungen haben. Das wäre natürlich richtig, richtig geil. Naja, ich drehe euch wieder nach vorne, weil ihr seht mich eh kaum und ich muss mich blenden. So. Hier haben wir auch wieder ein Schild. Privatgrundstück, betreten verboten. Jetzt halte ich euch mal gerade runter. So, und hier geht es jetzt dem Gebäude.
Beute, wo ich euch gerade reingehalten habe. Hier liegen auf jeden Fall schon einige Stühle draußen. Wie man sehr schön erkennen kann, Scheiben sind eingekloppt. Hier seht ihr nochmal das Gebäude an sich. Komisch finde ich dieses Stromkabel, was hier rüber geht. Aber ganz ehrlich, hier ist nichts videoüberwacht. Also hier definitiv nicht. Das andere Gebäude 200%. Wahrscheinlich auch drinnen videoüberwacht. So, aber wir widmen uns jetzt diesem Gebäude. Erdgeschoss. Hier haben wir einen Abstellraum. Oh Leute, habe ich zu viel versprochen? Ich denke nein, oder? Ich denke nein, Leute, guckt euch das mal an. Gebt euch das mal, wie geil sieht das denn bitte aus? Das sieht doch, boah. Einfach nur Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wir gehen rein. Da hinten war einer auf Toilette. Sieht man, weil die Tücher da hinten über der Toilette hängen. Hier haben wir noch eine Platte. Grün ist die Heide. Dann haben wir da Namensschilder, die an Betten dran waren. Hier steht noch ein... Entschuldigung, ich muss immer mal wieder rüberleuchten. Ach, Leute. Ich werde beglaubt. Alter Gefrierschrank. Hier ein alter Schirmständer. Hier ist auch noch so ein alter Wagen, den man an Bett gestellt bekommen hat. Und dann schaut euch das mal an. Hier ist ein Monster-Schreibtisch drin. Richtig cooles Teil. Und noch ein möglicher anderer Kram, den man hier abgestellt hat. Und hier, schaut mal. Das sind doch so Dinger für einen Rollstuhl oder so. Oder an so eine Liege, wo du die Beine dann hochlegen kannst. Genauso wie hier, guck mal. Da ist auch noch so was, wo du den Kopf drauflegen kannst. Und dann haben wir hier noch einen Katheter, glaube ich. Liegen ein paar Löffel. Hier liegen noch ein paar mehr davon. Uplix Gravity Schwerkraftset Backbeutel. Oder lief da der Urin rein? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber hier war dann auch mal ein Zimmer, wo jemand drin geschlafen hat. Seht ihr? Da die Lampen. Dann stand da ein Bett und wahrscheinlich da ein Bett. Aber nicht so extrem. Ach, wie schön. Schaut mal bitte. Schaut mal bitte, wie schön. Den Teddybär da dran. Schönes Window-Color. Cool. Wirklich cool. Aber das hat was. Das hat echt was. Leute, wir bleiben erstmal auf der Seite hier. Weißt du, wofür das ist? Was? Das hier, für Leute umzubetten, glaube ich. Mhm. Ja. Und die damit aufstehen können. Mhm, richtig. Dann kannst du die damit hochheben. Ist schon krass. So, hier haben wir wieder ein Bett drin stehen. Und die Leuchter, die sind alle mega. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier haben wir sogar noch den Notruf. Wenn die Schwester braucht es, hat hier wahrscheinlich ein Bett gestanden. Hier auch. Ja, und hier steht sogar noch eins von den Betten. Ganz altes Krankenbett. Und weiter geht die Reise hier in diesem Zimmer. Auch hier haben wir so 1, 2, 3, 4, 5 Krankenbetten drin stehen. Das war der Aufenthaltsraum. Guckt mal hier. Wir gehen erstmal gerade hier rüber. Hier haben wir so eine Küche. Hier haben wir noch so eine Eckbank, wo du dann zusammensitzen konntest. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich euch das hier zeigen kann. Ratgeber für das Pflegepersonal. Einführung für betagte Menschen, chronisch Kranke, Behinderte. Nee, kann ich euch nicht zeigen. Hier steht eine Adresse drauf. Handzahnbürste, elektrische Zahnbürste, individuelle Elternpaste, Zahnbürste, Reinigung mit Zahnzwischenräumen, Zahnpasta und bla bla bla, Mundspülung und so weiter und so fort. Ja. So, hier haben wir die Küche, die wollte ich euch gerade noch zeigen, bevor wir in den anderen Raum gehen. Alles diese Industrieküche. Warte mal, ist das hier? Hä?
Was ist das? Das ist keine normale Küche. Hier konntest du irgendwas warm halten oder so. Weil, schaut mal. Das ist ja merkwürdig. Sehr merkwürdig. Was war denn das hier für eine Küche? Komisch. Komisch, komisch. Aber jetzt gehen wir wieder hier in den Raum. Das war hundertprozentig der Aufenthaltsraum, wo die älteren Herrschaften dann sich über Tag treffen konnten. Irgendwann hat man halt die Betten hier reingetan. Hier haben wir noch eine Bibel. Und hat das halt als Lagerraum benutzt, wie ihr seht. Und irgendwas Spannendes gefunden? Nee, bis jetzt nicht. Okay. Hier haben wir noch einen alten Rollator. Da ist noch ein Teil vom Rollstuhl, glaube ich, da unten. Da. Dann haben wir hier noch Servietten. Irgendwas über die Pflege. Was ist das für eine Trennwand? Wofür war die gut? Merkwürdig. Hier sind ganz viele Körbe. Guckt mal, da und da waren die anderen Rollatoren. Rollatoren, sagt man so. Ich glaube ja, waren die vielleicht damit dran? Wer weiß, wer weiß. Was ist... Ach du je, guckt euch das mal bitte an. Hier ist ein Friedhof von falschen Marienkäfern. Hier liegen Hunderte. Hunderte von den falschen Marienkäfern. Guckt mal hier. Hier auch. Alles voll. Das ist ja Wahnsinn. Hier hinten am Fensterbrett auch. Da waren Hunderte, hast du die gesehen? Hunderte falsche Marienkäfer liegen hier. Hier überall auf der Fensterbank. Also, stimmt. Auf dem Tisch da hinten, zwischen den Fenstern. Ach du Scheiße. Das ist ja krass. Das ist ja richtig krass. Warum liegen hier so viele Hunderte von alten Marienkäfern rum? Falschen Marienkäfern, alten Marienkäfern, ja klar. Wir sind im Altenheim, alte Marienkäfer, genau. Alles voll. Hunderte. Das ist ja krank. Das ist ja richtig krank. Ah, hier ist der Essensplan. Von 8.3.2004 bis 14.3.2004. Liegt hier noch der Essensplan. Ich habe mir jetzt bei der Küche gedacht, vielleicht haben die das Essen hier geliefert gekriegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wir müssen halt gucken, hier im Keller, Küche, Großküche oder so was noch drin ist. Ja, ja, das ist die Frage. Das müssen wir noch rausfinden. Hier steht auch nochmal so ein schöner alter Schrank. Ja, dann schaue ich jetzt einfach mal hier in die Zimmer rein. Und sobald ich irgendwas habe, was Interessantes, zeige ich es euch. Würde ich doch sagen, hier hängt noch eine Pinnwand. Seelsorgedienst. Da steht der Name drauf, gell, von dem Laden hier. Ja, und hier sind echt Kugeln. Ja. Namensschilder. Mhm, richtig. Diese Bettenschilder. So, hier haben wir Personal-WC. Ist jetzt nicht interessant, aber wollte ich euch einfach mal zeigen. Und dann kommt jetzt hier. Wow, 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 das hätte jetzt schief gehen können. Vorsicht hier mit den Birnen. Hier kommt die Badewanne, wo man die Herrschaften drin gebadet hat. Was ist das für ein Geräusch? Eine Ne, ich habe gerade gedacht, wäre ein Auto gefahren. Oh. Hier ist nichts mehr drin. Großartig. Aber hier, schaut mal, diese Vorhänge hier aufgehangen. Hat man dann immer einen separaten Vorhang geholt oder was? Sieht fast so aus. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ja, und hier geht es dann wieder raus auf den Balkon. Oh, ganz kleinen Balkon, der aber mittlerweile extrem zugewuchert ist. Würde ich sagen, ich glaube, das Video wird übelst lang, habe ich so das Gefühl. Das wird richtig lang. Dunkle Bügelwäsche für die Wäscherei in den Sack mit braunen Streifen, Hosen, Oberhemden, Blusen und so weiter und so fort. Naja, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch. Wir dürfen nur gleich den Keller nicht vergessen. Ich bin mal gespannt, das hier hat, glaube ich, 3 Etagen oder sowas. Wenn das zu lang wird, das Video, werde ich Schnitte machen müssen, Leute. Ich wollte zwar keine Schnitte mehr machen, so war eigentlich der Plan. Aber
Aber ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, weil das hier einfach viel zu groß ist. Hier ist auch wieder so eine Metall-Dingsbums. Ah, hier hat man Bettpfanne, glaube ich, ausgespült. An dem Ding. Na, hier liegt doch noch eine. Ja, hier hat man für die Bettpfannenreinigung. So. Smile for the Kamera. Hm, alles klar. Boden, naja. Sagen wir mal, naja. Hier waren auf jeden Fall die Zimmer, wo die Herrschaften drin gelegen haben. Oh, der fühlt sich. Er fühlt sich scheiße an, sagen wir mal so. Ja. Hier sind noch Bettdecken im Schrank drin. Oh, und hier liegt auch noch. Ach, guckt euch dieses Bett mal an. Mit dieser Matratze da drauf. Uralt, Leute, uralt. Richtig, richtig alt. Wollt ihr ein Foto darüber machen? Dann warte ich gerade. Ja. Klick. Ja, hier gucken wir mal rein. Nicht mehr viel zu sehen. Ach du Scheiße. Schatti, komm mal gucken. Komm gucken. Komm direkt hier hin. Da ist was für dich. Geil, oder? Hier war bei 8. Hier ist der Boden alles andere als gut. Aber sieht das nicht mal krass aus? Diese alte Prothese hier drin stehen. Und das ist diesmal eine Prothese. Sogar der Schuh ist noch dran. Leute, sogar der Schuh ist noch dran. Der hat noch keinen Vakuum, den musst du dir noch umschneiden. Doch, hatte. Guck hier. Ja, aber noch nicht so viel. Siehst du das Band oben? Ja, ja. Mhm, das musst du umschneiden. Also hat der Mann, und ja, der Mann von den Schuhen her, würde ich sagen, der Mann, der hier gelebt hat, hat eine Prothese getragen. Linkes Bein, gell? Ja. Ja, linkes Bein. Krass. Gib acht, nicht dass sie umfällt. Nicht, dass sie umfällt. Aber schon mit Verkleidung. Mit Verkleidung, ja. Alter. Hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Hat sich echt gelohnt, hier reinzugehen. Mega, oder? Hätte ich nicht gedacht, dass man sowas hier noch findet. Wobei ich sagen muss, traurig ist natürlich, dass die hier steht. Das heißt, der Mann ist definitiv verstorben. Boah, guckt euch den Sessel hier mal an. Der hat aber auch Style. Alter Ledersessel, leider schon zerrobbt. Und auch hier ist es übelst warm drin. Es ist einfach übelst warm drin. Ich muss in der nächsten Etage abgeben, wenn ich das da sehe. Was? Ja. Ja, man muss dazu sagen, es gibt ja so einige Lost Places, wo alte Prothesen oder Orthesen oder wie die heißen drin stehen. Und ja, bis jetzt hatten wir noch keine. Und das gibt immer ein sehr spannendes Bild, finde ich. Alter. So, hier haben wir ein cooles altes Bild. Auch hier, was man auf den Zimmern gehangen hat. Hier ist wieder so eine Küche, wo die Bettpfannen drin gereinigt worden sind. Ich nenne das jetzt einfach mal Küche. So, und jetzt müssen wir wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Denn wir haben den Boden eben gesehen. Hier liegen noch Unterlagen. Ganz viele Unterlagen. Ich muss euch mal aber jetzt drehen. Hallo? Jemand hier? Nein, sieht nicht so aus. Siehst du? Das war mal ein Krankenhaus. Nee, warte mal. Die haben da einem Krankenhaus geschrieben. 13.07.17 Uhr. Hier wurde halt alles aufgeschrieben, was mit den Patienten so gemacht wurde. Trockenrasur, bla bla bla.
dann, was sie gewechselt haben und so. Also alles Unterlagen über. Hier ist doch Kacke. Jetzt ist er beinahe reingepackt. Er hat irgendein Tier hingekackt. So, ich drehe euch wieder nach vorne. Hier, ihr seht, auch alles voll mit Unterlagen. Ein schöner alter Koffer, auch voll mit Unterlagen, die man hier ausgefüllt hat. Hier hinten ist der Speicher. Hier krabbeln auch schon wieder irgendwelche Tiere rum. Da gehe ich nur kurz rein. Ach, schaut mal. Schaut euch das mal an. Da sind noch so Gehhilfen. Ich kann nur nicht ganz reingehen, weil da, ihr seht, das ist das Zimmer unter uns, wo der Boden eingekracht ist. Hier sind noch Räder vom Rollstuhl oder sowas und ganz viele Gehhilfen. Und hier merkst du aber schon, wenn du hier drauf trittst, merkst du schon, wie der Boden Ja. weggeht. So, Leute, ich leuchte jetzt nicht hier, also ich zeige euch jetzt nicht direkt die Unterlagen. Einschätzung der Pflegebedürftigkeit nach AEDLS stationär, Paragraph bla bla bla. 1941 geboren. Pflegebedürftig P6, 95. Okay. Wie kann das Ding nicht? Ja. Eieieiei. Schaut mal hier. Hier gehen wir aber auch nicht weit rein. Hier stehen auch noch Betten. Ihr seht, hier oben kommt die Decke runter. Dann hatte man hier noch einen alten Plattenspieler. Bettpfanne steht hier. Da auch noch mal ein Bett. Und hier noch die Gehhilfe. Ja, du hast sie wohl. Hier hat der Horst gewohnt, aber nicht nur der Horst. Außer der Horst hat es gemocht, auf zwei verschiedenen Betten zu schlafen. Okay. Ja, hier hat Horst gewohnt. Was jetzt mit Horst ist? Naja, ihr könnt euch das vorstellen. Horst ist wahrscheinlich mittlerweile verstorben. Der Lauf der Dinge. Ach, das sieht auch krass aus, Leute. Guckt mal, dieser Toilettenstuhl, dann die verwelkte Pflanze, der alte Nachttisch. Da unten liegt noch ein Pipi-Pott. Moment, ich leuchte euch drauf. Da liegt noch ein Pipi-Pott. Ja, und dann dieser Verfall, wo die Decke hier langsam runterkommt und aufs Bett fällt. Irre. Und wieder eine wunderschöne Lampe. Also wunderschön für die alten Herrschaften hier. Jetzt nicht für mich oder sowas. Koffer und Lager. Oh, nicht krach machen, nicht krach machen. Der ist aber zu. Koffer und Lagerung kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Gut, dann bleibt uns jetzt im Prinzip ja nur noch der Keller. Ich mache einen Cut und gehe runter in den Keller. So, Freunde der Nacht. Wir gehen in den Keller. Oh, Alter, diese Handschuhe hier. Schock. Und schauen uns hier gerade noch schnell um. Hier unten waren auch noch Zimmer, Leute. Hier sind noch so ganz. Wartet mal, ist das eine Leichentrage? Oh mein. Ich bin mir nicht sicher. Ach, Scheiße, ey. Oh, hier auch. Krass. Auch wieder so eine coole Badewanne. Womit er dann die älteren Herrschaften gebadet hat. Oh, und Leute, hier ein bisschen vorsichtig sein. Aber oh, guckt euch die Waage mal an. Ein bisschen. Arzneimittelschrank wird leer sein. Ja, wird leer sein. Hier, die Waage muss fotografieren. Mega. Die Waage fällt da nicht. Ich mache jetzt mit euch ein bisschen Schnelldurchlauf. Denn ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe Powerbank im Auto und meine Lampe ist jetzt. Ah, da ist wieder so eine Trage. Hier, schaut mal. So eine ganz alte Trage, womit du dann jemanden wegbringen konntest. Okay, hier ist nichts mehr drin. Nee. Oh, hier haben wir Bilder. Leute, wir haben hier Bilder. Aber erstmal. Hier in den Raum. Hier ist halt auch noch das komplette Mobiliar drin. Ach, und hier liegt sogar noch vom letzten Bewohner das Jackett. Das ist schon heftig. Das ist schon echt heftig, oder? Krass, 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 echt. So, und hier haben wir Bilder. Ein Haufen Bilder. Und die werde ich auch vielleicht pixeln müssen. Na, ich denke nicht. Frischluft und Sonne genießen. 1987, da haben sie Moped-Ausflug gemacht mit Beiwagen.
1986 haben sie schön zusammengesessen. Hier Karneval. Dann Weihnachten. Guck mal, da war der Nikolaus sogar da. Coole Sache. Jubeljahre unter sich 95 Jahre alt waren die. Guckt mal die Bilder hier. 95. Wie krass ist das denn bitte? Und hier haben wir weitere Bilder. Kaffee und Kuchen ist immer beliebt. Und dann Zoobesuch in Heidelberg. Oh, da sind sie aber weit gefahren. Da sind sie aber richtig weit gefahren. Krass. Finde ich cool. Da sieht man, die haben sich also auch um die alten Leute wirklich gekümmert, dass die auch ein bisschen. Muss man nichts zu sagen. Dass die auch ein bisschen beschäftigt waren und so. So, hier haben wir wieder ein altes Bett drin stehen, Krankenbett. Hier noch eine Sitzgarnitur mit einer ganz alten Lampe und wie immer die alten Kleiderschränke. Jetzt gehen wir mal zum letzten, ich glaube letzten Raum. Das ist der Raum, wo ich euch eben von außen reingehalten habe. Seht ihr, hier ist noch dieser Beistelltisch und auch hier soweit alles noch vorhanden. So, hier hat gewohnt Renate und Elfriede hier in dem Raum. Schaut, ein Bett steht noch hier, das andere Bett hat dann hier gestanden. Das ist nicht mehr hier drin. Aber hier haben wir noch einen Kalender von November 2003. Ja, November 2003. Also lange, lange her, das Ganze, wirklich lange her. Muss ich sagen. So, dann haben wir die Erkundung, ich würde sagen, abgeschlossen. Wir sind noch Kragen, glaube ich. Ja, ja, so alte Kragen. Wie in der Psychiatrie. Mhm. Unten drin lagen. Ich glaube auch, die kamen da auf da die Stelle drauf. Kann sein, ja. War ein Toten dran, ja, ja, glaube ich. Hier haben wir noch irgendwelche Technik. Für Musik, alte Sicherungen, die dann alle hier liegen. Gut, okay. Ihr Lieben, wir haben alles erkundet, was wir erkunden konnten. Mega, also hat sich gelohnt, hat sich definitiv gelohnt. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Wenn ja, lasst dem Video ein Like da, abonniert meinen Kanal, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Lost Place Abenteuer. Haut's rein, macht's gut, ciao, ciao. Achso, nicht vergessen. Guckt mal bei der Lost Picks bei Mikai auf Instagram vorbei und lasst ja auch ein Follow da.